Warum ist Klimaschutz ein Thema für die frühkindliche Bildung in DRK-Kindertageseinrichtungen? Und wie können Fachkräfte mit Kindern über das Thema Klimaschutz sprechen, ohne ihnen dabei Angst vor ihrer Zukunft zu machen? Darum geht es in diesem Interview unserer Moderatorin Katrin Rönnecke mit Nina Meiser, Mitarbeiterin, Heilpädagogin und Ausbilderin in der DRK-Kindertageseinrichtung in Hettlingen in Schleswig-Holstein. Für sie ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden die Fragen der Kinder aufgreifen und diese zum Ausgangspunkt einer gemeinsamen Erkundung nehmen. Herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge unseres Podcasts mit Profil, die DRK-Kitas. Wir steigen hier immer mit einer Einstiegsfrage an unsere Gäste ein und an Sie wäre die Einstiegsfrage: Was bedeutet für Sie Ihre Arbeit als Erzieherin, Heilpädagogin und Ausbilderin in der DRK-Kindertageseinrichtung? Für mich bedeutet die Arbeit das Zusammentreffen vieler verschiedener Menschen, vieler verschiedener Altersgruppen und die Individualität, die jeden Tag ansteht. Der Unterschied unserer Arbeit, die Motivation, jeden Tag neue Inspirationen aufzunehmen, und das ist das, was mich eigentlich ausmacht in meiner Arbeit und woran ich immer sehr viel Spaß habe. Also jeder Tag ist irgendwie neu für Sie. Genau. Sehr schön. Und dann wie immer die Frage, welcher unserer 7 Rotkreuz-Grundsätze, nämlich Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit oder Universalität für Sie persönlich am wichtigsten ist und warum? Wenn man sich alle so anguckt, ist für mich in erster Linie die Menschlichkeit eigentlich das, was die Rotkreuz-Grundsätze ausmachen. Ich finde, alle anderen fügen sich damit ein, weil es geht ja um die Individualität, jeden so zu akzeptieren, wie er ist, eine Zukunft zu gestalten für jeden, die lebensfähig ist. Und ja, das fließt eigentlich in alles andere mit rein. Da ist die Unabhängigkeit mit drin, die Freiwilligkeit, die Einheit, die Universalität. Und natürlich auch die Neutralität und die Unparteilichkeit. Also. Sie haben es sehr geschickt geschafft, sich doch nicht nur für eins zu entscheiden. Sehr, sehr gut. Sie haben gerade schon gesagt, die Zukunftsfähigkeit oder die Lebensfähigkeit in der Zukunft, das ist ein wichtiges Thema für Sie. Und da sind wir schon mittendrin. Das Thema Klima und Klimawandel und wie damit umzugehen ist in der Kita. Für mich kommt es immer mehr so vor, dass das in den Medien gerade sehr, sehr stark präsent ist oder zumindest präsenter, als es vielleicht noch vor einigen Jahren war, und dass die Menschen mehr und mehr eben wissen, was so an Bedrohungen auf sie zukommt, warum es auch wichtig ist, eben was für den Klimaschutz zu tun. Jetzt wäre meine Frage, warum ist das denn auch dann schon für die frühkindliche Bildung eigentlich so ein wichtiges Thema? Es ist ein wichtiges Thema, weil die Kinder ja total neutral in diese Situation reinkommen. Sie verstehen ja eigentlich gar nicht wirklich, was um sie herum passiert. Aber das Ansetzen dahin ist schon gleich von Anfang an richtig zu machen und das als normal anzusehen, ist für die Kinder natürlich eine Leichtigkeit. Also sie bilden sich ja jeden Tag fort, sie nehmen jeden Tag was Neues mit, sie gestalten ihren Tag danach, und wenn wir das leben und vorleben und sie das als selbstverständlich ansehen, dann nehmen sie es auch so auf, und deswegen ist es einfach wichtig und sie werden es dann auch so weitermachen. Das heißt, die Kinder kommen jetzt noch nicht mit so einem Klimaschutzbewusstsein zu Ihnen in der Regel? Natürlich nicht. Sie sind ja auch von zu Hause geprägt und wir sind ja noch gerade die Eltern, eine Gesellschaft, die sich damit neu auseinandersetzt. Und für die Kinder ist das natürlich ein neuer Lernweg, aber mit einer Selbstverständlichkeit, also dass das jetzt einfach dazugehört. Und für uns ist es ein Umdenken. Und demnach ist es halt wichtig, dass wir mit den Kindern da gut zusammenarbeiten und sie einfach schon auf einen positiven Weg schicken. Also Sie sind ja auch mit Ihrer Kita 21 Leuchtturmkita. Vielleicht ganz kurz dazu, was heißt das, eine Leuchtturmkita zu sein? Also eine Leuchtturmkita bedeutet, wir leben dieses Projekt schon extrem lange und arbeiten mit verschiedenen Organisationen zusammen und haben uns dadurch viele Auszeichnungen erreicht. Irgendwann waren wir an einem Punkt, dass wir das so gut machen, dass wir mit der Organisation zusammen als Kooperationspartner entschieden haben, dass wir das auch nach außen tragen können. Demnach sind wir für andere Einrichtungen, für Studenten in dem Schwerpunkt Ansprechpartner. Wir führen die rum, wir zeigen denen unsere Einrichtung, wir beantworten ihre Fragen. Ich habe schon viel referiert auf Fortbildung und habe auch schon an Befragungen teilgenommen für Studierende, die ihre Bachelor- oder Masterarbeit geschrieben haben. Mhm. Und ja, sowas machen wir dann halt, wenn es die Zeit zulässt. Das ist natürlich im Kita-Alltag immer ein bisschen schwierig, aber wir versuchen da natürlich viele mit zu unterstützen und zu begleiten und denen Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben und zu zeigen, wie man es machen kann, wie es dann gut läuft. Das heißt, heute sind Sie ein richtiges Vorbild für viele andere. Das waren Sie ja nicht immer. Wann haben Sie dann angefangen oder was war so die Entscheidung oder der Beweggrund zu sagen, wir werden jetzt eine klimafreundliche Kita, wir fangen das jetzt an?
Also wir sind vor einigen Jahren dazu gekommen. Die vorherige Leitung, das war 2009, die hat sich auf den Weg gemacht. Und da wir am Speckgürtel von Hamburg wohnen, aber doch in Schleswig-Holstein, also wir gehören nicht zu Hamburg, hat sie sich in Hamburg aber mal umgeschaut, was es da für Projekte gibt im Bereich Klimaschutz, Klimawandel für Kleine, also so Klimaforscher in die Richtung. Die ist dann aber kurze Zeit später in Rente gegangen und daraufhin kam eine neue Leitung ins Haus und die hatte dann auch den Auftrag, den Schwerpunkt weiter fortzuführen. Und das hat unsere jetzige Leitung dann auch mit Leidenschaft übernommen und hat sich da auch ganz damit auseinandergesetzt. Und so fing es dann an, dass es immer mehr gewachsen ist. Mehr Projekte kamen dazu, mehr Organisationen, mit denen man zusammengearbeitet hat. Und unsere Leitung hat sich da so reingehängt in diese Geschichte, dass auch das ganze Team Fortbildung gemacht hat und wir also alle in dem Schwerpunkt an einem Strang ziehen und dann wurde es verankert in den Konzeptionen. Also BNE ist eine ganzheitliche verankerte Struktur bei uns, dass das dann so weit ging, dass wir sozusagen der Vorreiter im Kreis Pinneberg waren und unser Träger dann gesagt hat, das finden wir gut, das läuft gut, das wird jetzt auch auf alle anderen Kitas als Ziel mit übertragen, sodass alle Kitas im Kreis Pinneberg das Ziel von BNE-Bildung in der Konzeption verankert haben. BNE, vielleicht ganz kurz, Bildung für nachhaltige Entwicklung, ne? Richtig, genau. Mhm. Also das heißt, dadurch, dass Sie sich entschieden haben, das zu machen, haben Sie gleich noch den ganzen Kreis Pinneberg mitgenommen. Genau, weil das halt so motivierend war und wir gemerkt haben, wie gut es in den Kita-Alltag einfließen kann, ohne dass es jetzt das Gefühl vermittelt, eine doppelte Belastung zu sein. Also wenn man diesen Weg geht, dann ist der nachher so einfach, aber der Start muss halt erstmal gelegt werden, genau. Sie haben gesagt, Sie arbeiten auch mit verschiedenen Organisationen zusammen. Welche sind das zum Beispiel? Wir arbeiten in Hamburg mit Save Our Future zusammen, mit Kita 21 vorrangig. Da haben wir dann auch die ganzen Auszeichnungen drüber erlangt. Durch diesen Wachstum haben wir Auszeichnungen über die UNESCO bekommen. Wir arbeiten auch viel mit unserer Gemeinde zusammen, die sich sehr auf den Weg gemacht hat, nachhaltig zu handeln. Wir haben in unserem Kreis das Entsorgungssystem, die GAP, die sozusagen den Müll für uns entsorgt und mit denen haben wir zusammengearbeitet. Wir arbeiten mit dem AZV zusammen, das ist unser Abwasserzentralverband, die sich auch auf dem Weg der Nachhaltigkeit gemacht haben und ja, so ist es dann immer mehr gewachsen. Also so stehen wir jetzt da und haben uns eine gute Unterstützungsgrundlage aufgebaut. Mhm. Man hört schon raus, weil klimafreundliche Kita-Arbeit, nenne ich es jetzt mal, ist ja natürlich auch in ganz vielen verschiedenen Bereichen aktiv. Also ob das jetzt der Abfall ist, ob das die Abwasserentsorgung ist. Was machen Sie noch? Oder vor allem, was machen Sie auch mit den Kindern zusammen im Kita-Alltag, um eben diese frühkindliche Klimabildung voranzutreiben? Angefangen sind wir mit kleinen Projekten. Was heißt kleine Projekte? Wir haben da Jahresprojekte draus gemacht, die dann auch über Kita 21 liefen, wo wir jetzt nicht was vorgegeben haben. Wir gucken immer partizipativ auf das, was die Kinder gerade interessiert und versuchen dann, ihr Interesse weiter mit Wissen zu füllen. Wir gehen in die fragende Position, wir versuchen sie selbst ranzuführen, sich ihre Antworten zu geben oder mit unserer Unterstützung die Antworten einzuholen. Daraus sind dann Projekte entstanden, wie wo kommt das Wasser her, wo kommt der Strom her. Wir haben eine VisiKit-Anlage, die bedeutet schwerpunktmäßig, wir haben Photovoltaik auf dem Dach. Und da es für Kinder natürlich schwer ist, Strom messbar zu visualisieren, haben wir diese VisiKit-Anlage. Und an der können die Kinder den Tagesertrag, den Tagesverbrauch und den Monatsertrag halt ablesen über Lampen, die leuchten und über Kugeln und eine Sonne, die sich dreht. Also jeder, der da Interesse dran hat, findet das auch unter dem Namen VisiKit halt im Internet. Es ist eine sehr, sehr tolle Aktion und die Kinder haben immer ganz viel Spaß, das zu beobachten und reden da auch total gerne drüber. Wir haben so viele Projekte gemacht, wir bauen selbst Gemüse an, wir gucken uns unsere Natur gezielt an. Einmal in der Woche freitags haben wir als Gruppe den Elb- und Wandertag und da fahren wir mit den Kindern dann an die Elbe. Wir haben Elbstrand bei uns in der Nähe und da ist uns halt aufgefallen, dass da mal sehr viel Müll lag und noch immer liegt, aber es ist wesentlich besser geworden. Und da gehen wir Müll sammeln. Die Kinder zeigen mir, wo der Müll liegt. Wir sammeln das in Tüten ein, nehmen die dann mit und gucken ihn uns auch an und sortieren ihn dann in der Einrichtung in die unterschiedlichen Müllbehälter, die wir dann vor Ort haben. So wächst das Interesse der Kinder eigentlich, was man machen soll. Und wir haben auch die Erfahrung, dass das nicht nur im Elementarbereich
gut läuft, sondern auch schon im Krippenalter. Mhm. Und gerade diese Erfahrung, die sie da machen, nehmen sie mit nach Hause und sprechen mit ihren Eltern darüber oder versuchen es dann zu Hause genauso umzusetzen, weil das muss man ja machen, ne? Das heißt, die Kinder erziehen dann die Eltern zu Hause ein bisschen mit. Ja, also es wird ein Spiel draus. Ne? Mhm. Sie wollen dann den Müll selber wegbringen und dadurch lernen die Eltern natürlich auch gleich mit und finden das natürlich toll, wie motiviert das Kind dabei ist. Und diese Motivation überträgt sich dann auf die Eltern. Und das ist natürlich das Ziel, was wir erwirken wollen. Ich kann mir vorstellen, ich erlebe es zumindest bei größeren Kindern ganz oft, dass das Klimathema auch Angst macht. Wie ist das in der Kita oder wie gehen Sie damit um, dass das potenziell natürlich auch eine Angst erzeugen könnte? Bei uns schüren wir natürlich keine Angst. Also bei uns ist es halt die Normalität. Also wir leben im Hier und Jetzt und in unserem Ort und wir schauen halt, wie wir mit kleinen Schritten etwas bewegen können und erklären den Kindern dann halt auch ganz kindgerecht, wozu es wichtig ist. Warum haben wir zum Beispiel eine Bienenwand im Garten? Warum sind die Bienen so wichtig für uns? Was machen die Bienen? Und aus dieser Selbstverständlichkeit, die dadurch entsteht, natürlich, wenn wir keine Bienen haben, dann haben wir auch nichts zu essen. Also brauchen wir die Bienen. Ist die Angst vor dem, was vielleicht kommen könnte, für die Kinder gar nicht präsent. Sondern es ist für sie selbstverständlich, dass das so ist und dass wir das so machen. Und so leben wir das mit den Kindern. Also die Selbstverständlichkeit des Tuns im Bereich Klimaschutz, Klimawandel, das wird an die Kinder weitervermittelt. Aber wir reden jetzt ja nicht von der Klimakatastrophe mit den Kindern oder die Pole schmelzen und die Eisbären haben keine Fläche mehr, auf der sie leben können. Der Lebensraum wird zerstört oder wir hatten vor kurzem das Thema Bäume, die Lunge unserer Erde. Da haben wir uns halt auch auf den Baum konzentriert und haben uns erstmal, wie lebt der Baum, was braucht der Baum, wozu ist der Baum gut, was kann ich dafür tun, dass es genug Bäume gibt. Wir haben uns natürlich auch Länder angeschaut, wo viel abgeholzt wird und haben dann mit den Kindern viel mehr darüber geredet, was macht das mit dir und wie fühlt sich das an und den Fokus einfach darauf zu legen, ja, dass wenn wir so eine Felder sehen oder so eine Bilder sehen, das ein unschönes Gefühl ist, das vielleicht auch Bauchschmerzen macht und dass wir deswegen einfach versuchen, es nicht zu tun. Wie reagieren die Eltern? Also finden die das gut? Finden die das vielleicht auch ein bisschen suspekt? Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich alle möglichen Vorurteile auch gibt in Bezug auf sowas, oder? Also ich glaube, dadurch, dass es aktuell sehr doll auch in den Medien ist, sind sie alle sehr positiv gestimmt. Und wir bereiten die Eltern natürlich auch gezielt darauf vor, wie die Arbeit aussieht bei uns. Wir gehen mit an Elternabenden mit den Eltern ins Gespräch, sammeln vielleicht auch zusammen Ideen, was man machen könnte oder machen kleine Forschungsreisen mit den Eltern, sodass sie auch ein Gefühl dafür kriegen. Manchmal ist es ja ganz wichtig, auch irgendwie was Haptisches in der Hand zu haben und nicht nur mit Theorie. Kleine Forschungsreisen, was muss ich mir darunter vorstellen? Also wir haben zum Beispiel gerade im Schwerpunkt gesunde Ernährung, gibt es natürlich auch viel, was man machen kann. Da ging es dann schwerpunktmäßig um das Brot, dass das Toastbrot jetzt halt nicht das ist, was wirklich nährhaft ist und auch für die Kaumuskulatur nicht zum Vorteil ist, sondern dass das gesunde Brot vom Bäcker mit der harten Kruste doch wesentlich sinnvoller ist und es ist vor Ort, es ist hier gekauft beim Bäcker und das ist wieder dieses saisonale, regionale, was gibt es aktuell und nicht das Toastbrot. Das heißt, ich muss mir so vorstellen, Sie fangen eigentlich bei einem ganz alltäglichen Punkt an, wie Brot oder auch Müll und dann entfaltet sich eigentlich eine immer größer werdende Welt der Zusammenhänge, die sich dann sowohl für die Kinder als auch für die Eltern nach und nach erschließt. Also sie nehmen eigentlich alle an die Hand. Ja, genau. Also ein Beispiel, wir hatten jetzt letztens auch wieder auf dem Elternabend davon berichtet, was wir so gemacht haben. Und dann kam eine Mama, die wohnt jetzt nicht direkt bei uns im Dorf, aber die hatte dann auch erzählt, ja, bei uns soll ein Baugebiet geschlossen werden, wo aber Tiere leben und ähnliches. Und sie findet unsere Arbeit so toll und was wir schon bewirkt haben und ob man da nicht irgendwie was starten könnte als Kita, da nochmal vielleicht eine kleine Demonstration zu machen und den Erwachsenen da ein bisschen auf die Füße zu treten, ob das wirklich Sinn macht, sowas mit den Eltern anzugehen. Oder wir haben vor ein paar Jahren, hat uns das mit dem Müll an der Elbe so bedrückt, weil das so viel war, dass wir die Presse mit eingeschaltet haben. Wir haben den AZV bei uns, den Wasserverband mit eingeschaltet und unser Bürgermeister war dabei und dann sind wir alle zusammen an die Elbe gegangen und haben gesammelt und haben dann das Resultat halt auch in der Zeitung vorgestellt. Wir haben Plakate gebastelt mit den Kindern, die wir vor Ort aufgehängt haben. Da ist so eine große schwarze Mülltonne, die haben wir beklebt mit dem Gesicht, bitte hier rein oder ich habe Hunger, stand drauf. Und unsere Plakate waren halt nicht lang lebensfähig, sage ich mal. Mhm. Die sind dann irgendwann durch den Regen zerstört worden.
Aber daraufhin hat die NABU sich Gedanken gemacht und hat jetzt Schilder aufgestellt, hier bitte nur deinen Fußabdruck hinterlassen. Und aus unserer Aktion ist halt eine weitere Aktion gekommen, ohne dass wir groß kommuniziert haben miteinander. Man hat es halt einfach aufgenommen und anders umgesetzt, professioneller umgesetzt natürlich auch. Aber das war schön zu sehen. Und das ist jedes Mal, erfreut mich, dass da ist ganz viel dazugekommen. Die haben jetzt vorne einen Ständer aufgebaut, wo man für Zigaretten so Becher hat. Dann ist ein Eimer da für Pfandflaschen. Und ja, da ist viel passiert, seitdem wir da ein bisschen laut geworden sind mit den Kindern. Und das ist wirklich schön zu sehen, dass unser innerer Drang, da was zu ändern, halt wirklich was in Gang gesetzt hat. Hören Erwachsene vielleicht sogar manchmal besser auf Kinder? Ja. Also gerade wenn es die eigenen sind. Kann ich mir gut vorstellen. Wie ist das? Ich kann mir vorstellen, dass es schon auch ein Aufwand ist, alle Mitarbeitenden in der Kita mitzunehmen und auch dafür zu trainieren. Sie haben ja gesagt, Sie haben Weiterbildungen gemacht. Ist das etwas, was diese Mitarbeitenden gerne machen oder scheuen Sie auch manchmal den Aufwand, sich damit auseinanderzusetzen? Also ich denke mal, schwerpunktmäßig weiß jeder, wer bei uns in der Kita anfängt, dass das verankert ist bei uns in der täglichen Arbeit. Aber es ist natürlich, gerade wenn man neu ist in der Einrichtung, dann prasselt viel auf einen ein. Also viele neue Eindrücke, viele andere Abläufe vielleicht auch, wo man sich erst einfinden muss. Und dann kommt das auch noch. So, aber so ist es gar nicht. Also durch diese Fortbildung haben sie so einen Grundsatz und so eine Grundstimmung. Die vertreten wir alle und wir holen sie alle ab und wir unterstützen sie und geben dann Tipps und Ratschläge. Und das ist, denke ich, ganz wichtig. Und das ist der Vorteil halt auch, dass wir alle diese Fortbildung haben, dass wir alle mit dem gleichen Gedanken gut daran gehen. Bei Ihnen hat man das Glück, dass Sie genau das schon mitbringen. Also alle haben diesen Gedanken, alle haben dieses Ziel auch und die Vision. Wie ist es jetzt, wenn zum Beispiel eine junge Person oder überhaupt jemand neu anfängt in einer anderen Kita, wo das noch nicht so ist? Was sehen Sie für Chancen, dann zum Beispiel die Leitung oder die Träger davon zu überzeugen, hier, das ist total sinnvoll, lasst uns das auch machen? Also ich finde es ganz wichtig, die Leitung ins Boot zu holen, weil sie dir das Fundament setzt. Wenn sie das möchte, dann kann sie es natürlich auch umsetzen. Und dann die Motivation vom Team. Vielleicht auch dahin, sicherlich mal zu schauen, wer hat ja eine gewisse Leidenschaft, ein gewisses Hobby, was schon in diesen Schwerpunkt mit einfließt. Da schon die Motivation zu suchen, andere Teammitglieder auch mit ins Boot zu holen. Ich denke, als Alleinakteur wird es schwierig sein. Viele Einrichtungen haben unterschiedliche Größen an Personal halt auch. Da muss man gucken, dass man sich eine Organisation sucht, die das mit unterstützt, die vielleicht auch mal so einen Teambildungstag in der Einrichtung macht. Und zusammen mit den Kollegen vielleicht auch schon mal schaut, was machen wir eigentlich schon? Ich finde den Ansatz immer ganz wichtig, weil manche wissen vielleicht gar nicht, dass sie schon angefangen haben, weil es halt schon in vielen Situationen normal ist. Und dann kommen die Ideen von ganz alleine, was können wir denn noch alles machen? So, und dann kann jeder sich mit einbringen. Der eine kann vielleicht aus alten Stoffresten Taschen nähen für die Kinder. Der andere liebt es, Sachen anzupflanzen, Gartenarbeit zu machen. Dann kann man mal selber Korn ernten und Mehl machen und mit den Kindern backen gehen. Und der andere ist wieder sehr fokussiert auf, wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ich könnte mich damit mal auseinandersetzen. Was bedeutet das für eine Kita auch finanziell? Wie geht die Trägerschaft darauf ein? Also jeder kann seinen Schwerpunkt mit reinbringen. Und das ist eigentlich das Schöne. So kristallisiert sich das bei uns halt auch jeden Tag wieder raus und jeder, der neu kommt, bringt halt auch eine neue Idee mit und das ist das Schöne. Kostet es viel? Also weiß ich nicht, eine Photovoltaikanlage wahrscheinlich schon. Also Photovoltaik ist ja schon eine Sache, es kommt doch immer drauf an, läuft die Einrichtung über die Trägerschaft oder ist das jetzt eine Gemeindesache? Da muss man natürlich auch die Gemeinde mit ins Boot holen. Also da muss man gezielt gucken, das ist dann auch Aufgabe der Leitung, da in die Gespräche zu gehen. Ansonsten kann man aber auch viele Einsparungen machen. Also ich weiß von uns, wir haben einen riesengroßen Boden. Da sammeln sich alte Spielgeräte, Bücher und ähnliches. Das wäre halt auch mal eine Sache, wo man dann wieder Geldeinsparungen machen kann für eine Einrichtung, wo man sagt, hier holen wir unsere Weihnachtsgeschenke für die Kinder runter, weil die waren jetzt lange oben. Da stehen immer so viele Schätze, die man benutzen kann. Wir gehen viel über Spenden. Also wenn Großeltern auch bei uns ankommen und sagen, ich habe hier noch ganz viele kleine Spiele, könnt ihr die gebrauchen? Dann nehmen wir die, legen die zur Seite und schauen, was wir davon benutzen können, weil es muss nicht immer neu sein. Wir reparieren alte, kaputte Holzspielsachen wieder neu. Wir haben eine kleine Werkstatt bei uns. So eine Sachen kann man machen. Also es gibt viele Bereiche, wo man sparen kann. Wir haben eine ökologische Reiniger bei uns.
Und da wundert man sich immer, wenn man den Anweisungen direkt folgt, ist das eigentlich gar kein Kostenaufwand. Also das kostet dann im Endeffekt genauso wie die ja, hochkonzentrierten Reinigungsmittel, die man dann so verbraucht. Und ja, ein bisschen muss man sich natürlich damit auseinandersetzen. Aber da kann man dann die Reinigungskräfte auch mit ins Boot holen, die man im Haus hat. Und die Leitung kann sich da wieder erkundigen über Fachgeschäfte, die das anbieten. Und die kommen auch ins Haus, die machen auch Fortbildung. Also es ist eigentlich überall kann man sich Hilfe einholen. Ich merke schon, es ist also ja viel möglich, wenn man einfach mal irgendwo anfängt und dann so von Punkt zu Punkt weiterarbeitet. Es ist vielleicht aber auch eine Herausforderung, dann den Überblick über die ganzen Partner zu behalten, die man schon hat, oder? Läuft das so nebenbei? Es fühlt sich nicht so an. Also ich weiß nicht, ob meine Leitung das so empfindet. Das kann ich nicht genau sagen. Aber für uns allgemein jetzt nicht. Also wir wissen genau, wer unsere Kooperationspartner sind. Wir wissen auch, wer unsere Ansprechpartner sind hier in diesem Schwerpunkt. Und da ist eigentlich immer jemand da, den man ansprechen kann. Und man weiß auch gezielt, wer es ist. Also ich finde, das ist jetzt... Man kann natürlich zu viel machen, indem man zu viele Organisationen mit ins Boot holt, aber man muss, glaube ich, schauen, was zu einem passt und ja, gucken, ob das alles gut miteinander harmoniert und dass man das gut verbinden kann. Und wenn jetzt unser Podcast von Menschen gehört wird, die sagen, okay, oder von Leitungen vor allem gehört wird, die sagen, okay, ich finde das gut, eigentlich schlage ich mich vielleicht schon länger mit dem Gedanken herum und fange jetzt endlich an. Was sind dann die größten Herausforderungen? Was würden Sie sagen? Also die größten Herausforderungen sind natürlich, die Leitung ins Boot zu holen und das Team ins Boot zu holen, weil das ist eine ganzheitliche Sache. Also wir brauchen es im Ganzen und es reicht nicht, wenn einer versucht, das Rad zu drehen. So ein Teamtag kann ganz viel verändern in dem Bereich und kann ganz viele motivieren und auch die Angst davor nehmen, dass das noch on top zu unserer Arbeit kommt, weil eigentlich... Also wir leben es im Alltag, ohne dass es uns groß einschränkt oder ohne dass es extra Arbeit ist. Es ist wirklich, es geht so leicht von der Hand. Man muss es einfach nur angehen. Wie immer am Ende die Frage, welchen Impuls würden Sie KollegInnen mitgeben? Also was wäre ein wirklich guter erster Schritt, um sich auf den Weg zu machen, eben auch so eine, ja, eine Klimakita zu werden? Also wenn ich als Kollegin in der Kita wäre, in der das noch nicht stattfindet, würde ich mich erstens damit auseinandersetzen, was gibt es vielleicht für Organisationen um mich rum, würde mir ein paar Informationen einholen und mit diesen Informationen würde ich zur Leitung gehen, weil dann hat man schon was in der Hand, man kann zeigen, was es gibt. Meistens sind diese Fortbildungen auch kostenlos und dann einfach zu gucken und die Motivation dahingehend bei der Leitung zu suchen. Wunderbar. Nina Meiser, vielen herzlichen Dank. Danke. Das war ganz selbstverständlich Schritt für Schritt Klimaschutz in DRK-Kindertageseinrichtungen aus unserem Podcast mit Profil, die DRK-Kitas. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast und empfehlen Sie ihn gern weiter an Ihre Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Ute Degel, ich bin Referentin für Kinderhilfe im DRK-Generalsekretariat. Haben Sie Fragen oder Anregungen für uns? Oder möchten Sie selbst einmal berichten, wie Sie das gemeinsame Profil in Ihrer Kita umsetzen? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an kita-mit-profil@drk.de. Alle Informationen zum gemeinsamen Profil der DRK-Kindertageseinrichtungen sowie zum aktuellen Projekt zur Klimaanpassung finden Sie in den Shownotes sowie auf drk-wohlfahrt.de. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und zeigen Sie Ihr Profil.